Wo bin ich? Herr Settele, hallo. Herr Settele, soll ich die Fragen noch mal vorlesen? Welche Frage? Ja, die ich Ihnen schon zuerst gestellt habe. Hab ich nicht gehört. Okay. Wo sind wir jetzt? Wir sind da bei Armins Millionenquiz. Und wie bin ich da hergekommen? Ja, das weiß ich nicht wirklich. Ich meine, das ist vielleicht mit dem Auto gekommen, mit der Straßenbahn, dann sind sie da reingegangen bei der Tür. Und ich soll jetzt Fragen beantworten? Sie sollen Fragen beantworten. Okay, dann brauche ich aber eine Frage. Ja, also noch einmal, bitte sehr. Wenn alles teurer wird, das Gehalt aber nicht steigt, was ruft der Familienvater beim Abendessen? Ruft er. Wer wird die Wand bemalen? Oder ruft er, hat euch der Film gefallen? Oder sagt er, wer soll das bezahlen? Wo bin ich da jetzt wieder reingeraten? Eigentlich will ich ja einen Film machen, in dem ich Menschen befrage, wie es ihnen dabei geht, wenn alles um 7% Inflationsrate oder noch mehr teurer wird. Vom Sprit übers Holz bis hin zur Butter und zum Friseur. Und ich will in die Türkei fahren, wo die Inflation bei 70% steht und mir ansehen, wie sich das auf das alltägliche Leben dort auswirkt und keine Quizfragen beantworten. Aber bitte, meinetwegen. Meine Antwort lautet, wer soll das bezahlen? Wer soll das bezahlen? Diese Frage habe in den letzten Monaten nicht nur ich mir gestellt. Man kriegt immer weniger für sein Geld und das nicht nur gefühlt. Vor einem Jahr bin ich mit 60 Euro Benzingeld noch heim, ins Ländle gekommen. Jetzt schaffe ich es gerade nach Schwarz im Tiroler Inntal. Mit 100.000 Euro am Konto wären noch im März dieses Jahres meine nächsten 100 Monatsmieten gesichert gewesen. Jetzt reicht's nur noch für 94. Ein halbes Jahr Miete futsch. Und beim Wochenendeinkauf um 100 Euro hatte ich schon zu tun, dass mir nichts aus dem Wagerl fällt. Ums selbe Geld schaut heute nicht einmal etwas über den Rand. Geht das nur mir so? Oder haben Sie auch das Gefühl, dass Ihnen das Geld geradezu aus der Tasche gesaugt wird? Besonders schlecht schaut es derzeit für all jene aus, die für ihren Lebensunterhalt aufs Auto angewiesen sind. So wie Diana Ispas. Die Akademikerin aus Rumänien kam der Liebe wegen nach Wien und hat sich hier ein kleines Taxiunternehmen aufgebaut. Mittlerweile gehören ihr 2 Autos. Die Flaute während der Lockdowns hat sie mit ihren beiden Angestellten gut überstanden. Aber jetzt wird der Weg zur Tankstelle zur mentalen Herausforderung für sie. Bei den vollen Tanken im Moment zahle ich bis zu 130 Euro. Ich versuche irgendwo unter 100 Euro zu sein, weil das tut nicht so weh. Optisch ist zumindest, schaut ein bisschen besser. Der kleine Selbstbetrug hilft nur bedingt. Das Problem von Frau Ispas ist nämlich die Gewerbeordnung, die in ihrem Fall Fixtarife vorschreibt, keine Erhöhung möglich. Und die kann in Wien auch nur der Bürgermeister ändern. Bis dahin bleiben die Taxler auf den hohen Spritpreisen sitzen. Eine Kostenfalle. Jetzt hat die Panik nicht wirklich nachgelassen, aber wir versuchen, wir haben mehr Zeit, ich habe mehr Zeit damit, mich anzufreunden. Aber es tut weh und es ist wirklich ein Grund zur Sorge. Ob ich das überlebe in der Branche, wie lange wird das dauern? Einige Monate kann man das noch überbrücken irgendwie, aber auf Dauer ist das unmöglich. Während bei den Ölkonzernen die Kassen lauter klingeln als je zuvor, wird sich das Leben von Frau Ispas grundlegend ändern. Und das nicht zum Besseren. Konnte sich die Chefin bisher auf die Unternehmensführung konzentrieren, wird sie in Zukunft wieder vermehrt selbst hinter dem Steuer sitzen müssen. Noch aber versucht sie, den Status quo aufrechtzuerhalten und die Jobs ihrer Mitarbeiter zu sichern, mit persönlichem Verzicht. Man verzichtet ja auch auf die schönen Dinge. Man überlegt, ob man noch ins Theater geht oder ins Kino. Ob man im Kino Popcorn kauft, der auch teurer geworden ist. Oder ja, man steckt sich etwas von zu Hause in die Tasche. Wien-Döbling. Architekt Alfred Mitschitzek ist auf dem Weg zu einer Baustelle. Hier wird gerade eine 60er-Jahre-Wohnung saniert. Mittlerweile eine echte Herausforderung.
Denn keine Branche wird derzeit stärker von der Inflation gebeutelt als die Bauwirtschaft. Die Zeiten garantierter Fixpreise für ein Bauprojekt, die sind vorbei. Ein ungesunder Mix aus Materialmangel, Lieferkettenproblemen und energieintensiven Vorprodukten lässt die Preise förmlich durch die Decke schießen. Ganz schlimm ist jetzt das 2022er Jahr. Da gibt es Steigerungen bis zu 30%, nur jetzt in den ersten 4 Monaten. Stahl ist überhaupt ein sehr gutes Beispiel. Ja. Der Stahl ist letztes Jahr, also bitte nicht für bare Münze, aber so ungefähr 70% gestiegen. Gleichzeitig ist auch der Zementpreis hinaufgegangen, weil der auch sehr energieintensiv ist. Ja. Also das ist ein Kreislauf, der ständig nach oben, aber uns nach unten führt, ja, durch diese Teuerungen. Ja. Und heuer ist der Stahlpreis noch einmal hinaufgegangen. Ja. Also nur um so ein Beispiel, ja, um 2000 hat man den Stahlkilopreis ungefähr um 0,65 eingekauft, ja, Kilogramm. Jetzt sind wir schon bei 1,65. Ja. Also das ist fast eine Verdreifachung. Ja. Und es gibt kein Ende nach oben. Diese Preissteigerungen muss der Architekt weitergeben. Die Folgen, vor allem größere Baustellen, werden unkalkulierbar und, wie er sagt, absurd teuer. Seine Firma hat zuletzt etliche Aufträge verloren, denn Bauen wurde noch mehr zum Luxus. Machen wir ein kleines Beispiel. Ja, sagen wir, wir haben ein Haus aus den 70er Jahren, Wohnnutzfläche, ungefähr 200 Quadratmeter Wohnnutzfläche. Ich muss alles sanieren. Bist du momentan bei 500.000 Euro netto. Jetzt kommen die Planerhonorare dazu, jetzt kommen dann die Mehrwertsteuer, weil man ist Endverbraucher. Sind wir summa summarum auf 720.000 Euro. Und jetzt sind wir eigentlich wieder dort, wer soll sich das noch leisten können? Ja? Also es ist nicht jeder Erbe, es ist nicht jeder Generaldirektor, es ist nicht jedes Kind begütet, ja, auf dieser Welt. So schauen wir momentan aus. Ja? Wieso gibt es bei Ihnen nur 3 Antwortmöglichkeiten? Herr Settele, schauen Sie mal da rein. Sehen Sie Zuschauer. Na eben, auch nicht. Eben. Sparen. 300 Möglichkeiten. Statt 4. Spargedanke, ist eh klar. Ein bisschen runterfahren vom Gas. Die nächste Frage hat mit einem Begriff zu tun, der für alles, was jetzt dann passiert, eigentlich verantwortlich gemacht wird. Entspannt. Dazu passende Frage ist folgende. Das lateinische Wort, von dem das Wort Inflation abstammt, Inflatio. Was bedeutet das ursprünglich? Das bedeutet die Explosion oder das Aufblähen oder das Versenken. Der Assinger hat doch früher diese wahnsinnig aufwendige Millionenshow moderiert. Und das jetzt? Das Studio ist klein und menschenleer, die Fahrstuhlmusik abscheulich und die Grafik hat er, glaube ich, selber programmiert. Was ist das hier? Inflatio. Soll ich sagen? Bitte, wenn Sie es wissen. B, aufblähen. Wie kommen Sie auf den Begriff? Ich kann Englisch und to inflate heißt aufblasen. Inflation oder auf Deutsch das Aufblähen. Herr Settele, ich darf ganz herzlich und aufrichtig gratulieren. Danke. Sehr gut gemacht, sehr gut, wirklich. Der Dusch? Ah ja, der Dusch, genau. Da ist er. Ein bisschen spät. Ja, aber doch. Inflatio also. Wenn sich die Preise ständig aufblähen, die Einkommen aber nur langsam steigen, nimmt die Kaufkraft immer mehr ab. Ohne Herrn Assinger die Rolle als Quizmaster streitig machen zu wollen, hätte ich hier auch eine Frage an Sie. Was glauben Sie, um wie viel ist Butter innerhalb des letzten Jahres teurer geworden? Liegt der Preis für 250 Gramm Butter, der im März 2021 noch um 1,81 zu haben war, jetzt bei 1,98 Euro, 2,19 Euro oder bei 2,65 Euro. Die richtige Antwort lautet 2,19 Euro. Das entspricht einer Preissteigerung von 21,4%. Inflation oder anders gesagt der Wertverlust unseres Geldes dominiert seit Monaten die Schlagzeilen. Doch wo kommt er her, dieser Wert, der uns gerade das Fürchten lehrt? Um das herauszufinden, schnappe ich mir ein Einkaufswagerl und gehe auf Shoppingtour. Ich treffe Österreichs oberste Preisdetektivin Alexandra Schindlar von der Statistik Austria. Sie habe ich gesucht. Super, grüß Gott, Herr Vetter. Darf ich meinen Rucksack da unten reinlegen? Ja klar, dann haben wir wenigstens gleich was drin im leeren Wagerl. Aber die lassen uns ja nicht rein, die Geschäfte. Ja, da müssen wir halt auf den Zettel schauen, den Sie... Die kriegen alle Flausen, wenn ich mit dem Wort Inflation komme. Frau Schindler und ihr Team sind für ihr und mein Einkommen von großer Bedeutung.
denn sie beobachtet die Preise von jenen Gütern, die im Warenkorb des VPI, des Verbraucherpreisindexes, liegen. Der bildet nicht nur die Inflation ab, sondern ist auch eine Grundlage so mancher Kollektivvertragsverhandlung. Beim Wort Inflation haben sie uns alle ausgeladen, daher findet die Befüllung des Warenkorbes im Einkaufswagerl heute eben im Freien statt. Haarspray, Haltfaktor 3. Bitte? Und das müssen Sie ab sofort jetzt ein Jahr lang beobachten, oder Ihre Mitarbeiterinnen? Genau, also ich würde nächstes Monat wiederkommen und wir würden wieder genau dasselbe Produkt in die Hand nehmen, schauen, wie viel drinnen ist, ob dieselbe Menge drinnen ist, ob sich die Menge verändert hat, ob der Preis genau gleich ist oder ob sich der Preis verändert hat. Und wir würden das jetzt über Monate, über Jahre immer dasselbe Produkt beobachten, solange es gut verkauft wird. Mhm. Jetzt kommen wir zur Ernährung. Gut. Kommen wir zur Ernährung, ja, ist auch wichtig. Ich muss ein bisschen blättern, wir erheben ja insgesamt 770 Produkte. Das heißt, ich muss jetzt jedes Ihrer Produkte auf meiner Liste suchen und das dann richtig eintragen. Die Haselnusschnitten, weil ich sie schon herausblitzen gesehen habe. Vorsicht, jawohl. Und da habe ich vorgeschrieben, Haselnusschnitten ohne Glasur. Da habe ich ja perfekt eingekauft, oder? Perfekt für den Warenkorb eingekauft. Sie könnten mich ein bisschen loben, jetzt ja. Da im Fernsehen. Also, wir haben das haben vier. Sie gut gemacht. Liebe Frau Schindler, geben Sie gut Acht, ich habe Ihnen wieder was mitgebracht. Weiter geht das fröhliche Preisermitteln, diesmal mit Zimmerpflanzen und Modeartikeln. Frau Schindler notiert Preise und Produktangaben höchst penibel. Nur so sind genaue Vergleiche möglich. Immer mit dem gleichen Monat des Vorjahres. Das ist die Grundlage für den Verbraucherpreisindex, den VPI, der ja die Inflationsrate abbildet. Wir schaffen natürlich nur einen Bruchteil des offiziellen Warenkorbes, da ist nämlich ganz viel drin. Handy, Unterhose, Friseurbesuch, das Schnitzel beim Wirt, Tankrechnung und sogar das Fernsehen. Aber eben nicht alles. Segeljachten sind nämlich nur für wenige Österreicher relevant. Ich fasse es zusammen. Alles, was 0,1% eines Jahresausgabenbudgets liegt oder darüber, kommt in diesen, jetzt nicht Einkaufswagen, sondern in den Warenkorb. Genau, in den Warenkorb für den Verbraucher. Das heißt, Sie können sich das nicht aussuchen, weil Sie gerade Elektroroller lustig fänden, dass Sie das aufnehmen. Mein persönliches Einkaufsverhalten oder Ausgabenverhalten ist genauso zu jedem, zum gleichen Anteil drinnen wie das von Ihnen. Und da reden wir jetzt aber von Miete, von Auto, von allem, was Geld ausgeht. Genau. Erst wenn alle Preisänderungen berechnet sind, kennen wir die Zahl, die in letzter Zeit so vielen Angst einflößt, die Inflationsrate. Eine Inflationsrate von 7,2% bei uns. Ich fliege in ein Land, wo man von so einem Prozentsatz nur träumen kann. Die Türkei, die hat aktuell 72% Inflation. Die Meerenge vom Bosporus teilt nicht nur die Megacity Istanbul, sie trennt auch Europa von Asien. Wieso ich hier bin? Die Türkei ist aktuell unangefochtener Inflations-Europameister. Die Teuerungsrate liegt bei über 70% und das offiziell. Andere Berechnungen sehen sie gar doppelt so hoch. Ich will natürlich wissen, wie meistern die Leute hier trotzdem ihr Leben? Was mir sofort auffällt in Istanbul sind die vielen Kameras, die zum Beispiel diese Einkaufsstraße lückenlos überwachen. Und die Herren mit den riesigen Staubsaugern. Hier gibt es nämlich keine Mistkübel wegen der Terrorgefahr. Bei der Inflationsbekämpfung geht Präsident Erdogan einen, entgegen der Ratschläge der Ökonomen weltweit, besonderen Weg. Statt die Zinsen anzuheben, lässt er sie ständig senken. Er feuerte sogar seine Notenbankchefs. Die Folgen sieht man in der ganzen Stadt. Wo sonst die Einheimischen unterwegs sind, herrscht jetzt gähnende Leere. Auch im Teehaus, das Ali Ekber mit seinen Geschwistern betreibt. Seit 6 Jahren sind sie im Geschäft, jetzt weiß er nicht mehr weiter. Ich wünschte, es wäre so wie vor 3 Jahren. Damals haben wir einen Tee für 3 Lira verkauft und haben davon ganz gut gelebt. Jetzt kostet ein Tee 5 Lira und wir verdienen nichts mehr. Die Hauptzutaten sind extrem teuer geworden. Für Zucker zahle ich jetzt das Dreifache. Und erst die Energie. Für Strom und Gas habe ich früher 3.000 Lira bezahlt. Letzten Monat waren es 35.000. Wie soll das funktionieren? Eigentlich müssten wir 10 Lira für den Tee verlangen, aber dann bleiben die Kunden weg. 5 Lira sind für die Leute die Schmerzgrenze. Für mich geht sich das nicht aus. Ich mache Verluste und kann nur Monat für Monat hoffen, dass ich es noch einmal schaffe. Beim Dreh am Bosporus komme ich mit unserem Kameramann ins Gespräch. Korhan Tokatli ist waschechter Istanbuler, kennt die Stadt, ihre Bewohner und deren Probleme.
Wer hat es besser, du oder die Vögel? Die Vögel. Die brauchen nämlich kein Geld. They don't need money. Auch in unserer Branche reicht das Geld nicht. Korhan kennt viele Kollegen, die sich Wohnungen jetzt teilen müssen. Eigene vier Wände sind unleistbar geworden. Das Leben wird zum Glücksspiel. Vor zwei Monaten habe ich eine kleine Kamera gekauft für 5.000 Lira. Zwei Wochen später hat sie schon 10.750 Lira gekostet. Ist es die, die uns gerade filmt? Ja, genau die. In zwei Wochen, was kann die nächste Woche kosten? Ja, wer kann das schon wissen? Korhan hat Glück, er dreht nicht nur für den ORF, sondern auch für andere ausländische Sender und die zahlen oft in Euro oder Dollar. Wertbeständige Währungen, jedenfalls im Vergleich zur türkischen Lira. Deine Freunde und Familie wissen, dass du ausländisches Geld verdienst. Fragen die dich um Hilfe? Natürlich. Ich helfe vielen Leuten über die Runden. Die Hälfte von meinem Gehalt bekommen meine Mutter und meine Schwester. Das wird geteilt. Egoismus hat derzeit keine Konjunktur in der Türkei. Teilen ist angesagt. Nur durch Zusammenhalt, sei es innerhalb der Familie oder auch am Arbeitsplatz, ist ein Weiterkommen derzeit möglich. Die hohen Energie- und Lebensmittelpreise sind das eine, ihre mögliche psychologische Wirkung das andere. Meine Angst ist, dass die Leute aufhören zu kaufen. Nicht nur, weil vieles zu teuer geworden ist, sondern weil sie die Hoffnung verlieren, dass sie auch in Zukunft noch ein angemessenes Leben führen können. Wenn sie aufhören zu kaufen, wird die Wirtschaft zusammenbrechen. Dann ist es vorbei. Ja. Zurück nach Österreich. Was glauben Sie, wie sich der Preis von Bohnenkaffee innerhalb eines Jahres entwickelt hat? Ein halbes Kilo Bohnenkaffee war im März 2021 um durchschnittlich 4,35 Euro zu haben. Wie viel kostet die gleiche Menge im März 2022? 4,75, 4,98 oder 5,15 Euro? Die Antwort lautet 5,15 Euro. Eine Steigerung um ganze 18,3%. Mit Steigerung hat diese armselig ausgestattete neue Assinger-Show, in der ich noch immer sitze, nichts zu tun. Interessanterweise geht es nur um Geld, aber um welches? Wir haben auch ursprünglich uns gedacht, ob wir die Sendung nicht nennen wollen, wer wird inflationär? Aber das ist dann intern nicht gar so gut angekommen. Und jetzt sind Sie auf Armins Millionen-Quiz gekommen. Ja, das ist ein Ausbund von Kreativität. Ja, das ist ein bisschen positiv ist. Das ein bisschen positiv ist auch dabei. Ich glaube eher, dass in Ihrem Namen da schon drin ist, was die Show ist. Arm. Arm. In welchem Land, lieber Hanno, erreichte die Hyperinflation eine derartige Geschwindigkeit, dass sich die Preise innerhalb eines Tages verdreifachten? War das so in der Türkei? War das so in Ungarn? Oder war das so in Liechtenstein? Verdreifachen an einem Tag? Mhm. Boah. Also Liechtenstein schließe ich aus. Ich glaube, in Liechtenstein gibt es das Wort Inflation gar nicht. Das sagen heißt, sie, wenn du sagst Inflation, sagen sie in Liechtenstein, was ist das? Was ist das? Das kann nicht recht. Ja. Die sind mit dem Schweizer Franken unterwegs. Liechtenstein schließe ich aus. Die Türken haben aktuell eine Inflation, die sie sehr beschäftigt. Dann bliebe eigentlich nur Ungarn, weil die in der Türkei das sind nicht verdreifachen. Verdreifachen über Nacht. Verdreifachen quasi über Nacht, ja. In 24 Stunden. Dann loggen Sie bitte Ungarn ein für mich. Einloggen ist ein bisschen schwierig. Sie wissen eh, wir haben da die Ressourcen. Gell? Dann sagen Sie Ihrem einsamen Techniker bitte, dass das hätte die Ungarn gern hätte. Der ist im Homeoffice, das muss ich ja selber machen. Ich kann jetzt nur nachschauen, was Ihr Tipp bedeutet. Sie sagen, Türkei haben Sie nicht gesagt. Nein. Ungarn haben Sie gesagt. Ungarn, genau, bitte. Ungarn. Im gesuchten Land haben sich alle 15,5 Stunden in etwa die Preise verdoppelt.
Das heißt, also 24 Stunden verdreifacht und die Inflation hat damals ungefähr 200% am Tag betragen. Und das Land ist, war Ungarn. Kösenen. Schivesen. Alles wird teurer, beklagen sich viele Menschen, die wir für diesen Film getroffen haben. Aber lässt sich jede Teuerung mit Lieferkettenproblemen, hohen Energiekosten oder dem Ukraine-Krieg erklären? Nein, meint Markus Marterbauer. Der Chefvolkswirt der Arbeiterkammer Österreich ortet auch zahlreiche Inflationsprofiteure in der Privatwirtschaft. Die werden argumentieren, auch uns treffen die höheren Rohstoffpreise, die höheren Spritpreise, Gaspreise, Heizpreise und so weiter. Sie sagen, sie geben die Kosten weiter. Lassen Sie uns nehmen, österreichisches Energieversorgungsunternehmen, das Strom produziert mit Wasserkraft. Das Wasser ist nicht teurer geworden. Das fließt die Donau hinunter, wie es immer hinuntergeflossen ist. Das Kraftwerk ist schon abgeschrieben. Und jetzt steigen die Strompreise aber so stark. Und wenn ich jetzt auf einmal 100, 150 Euro pro Megawattstunde Strompreis kassiere, aber weiterhin nur meine 20 Euro, die ich halt Kosten bei der Wasserkraft habe, ja, dann mache ich einen Gewinn, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Das Gleiche gilt für die Windkraft. Möglich macht das die komplexe Organisation des europäischen Strommarkts. Erneuerbare und billige Energie haben dort zwar Vorrang, den Preis bestimmt aber immer das teuerste Kraftwerk, das gerade am Netz hängt. Ich verstehe es auch nicht, warum, aber es ist so. Ich zahle also für den billigen Windstrom so viel, als wäre er mit teurem Gas erzeugt. Ein System besser als jede Gelddruckmaschine. Ein fettes Körperlgeld verdienen sich nach Ansicht meines Gesprächspartners nicht nur die Energiekonzerne. Im April wurden die Richtwertmieten erhöht, um satte 6%, streng nach Gesetz. Für Herrn Marterbauer trotzdem ein Fall für die Kategorie unverdienter Zufallsgewinn. Wie kommen Sie jetzt dazu, zu dem Vermieter das abzusprechen? Der hat ja auch höhere Kosten. Strom und Gas ist teurer geworden. Das zahlen die Mieter und Mieterinnen in ihrer laufenden Rechnung. So, und jetzt bekommen sie auf einmal einen Brief vom Vermieter, der ihnen sagt, es steigt die Miete auch noch einmal um 6% aufgrund der höheren Inflation. Das heißt, sie zahlen das zweimal. Und das ist sachlich nicht gerechtfertigt. Der Vermieter hatte ja keine höheren Kosten. Den Strom und Gas, seine Strom- und Gaskosten, die das Haus betreffen, die kann er über die Betriebskosten abrechnen. Und deshalb ist es nicht gerechtfertigt, wenn er auf einmal 6% höhere Einkommen hat und die anderen 6% weniger. Das sollte man nicht machen. Kurtesburg, südliches Waldviertel, Niederösterreich. Josef Zottl ist Bürgermeister der Gemeinde mit gezählten 1.451 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die öffentlichen Gebäude sind schon etwas in die Jahre gekommen, ganz besonders das Feuerwehrhaus. Das elektrische Garagentor war die einzig nennenswerte Neuerung seit dem Jahr 1968. Spinde gibt's nicht, Toiletten ebenso wenig. Umziehen müssen sich die freiwilligen Brandbekämpfer zwischen den Einsatzfahrzeugen. Irgendwie unhaltbare Zustände. Deshalb hat der Gemeinderat beschlossen, wir bauen unserer Feuerwehr ein neues Haus. Nach 3 Jahren Planung sind alle Finanzierungszusagen da. 1 Million Euro Budget ist aufgestellt. Trotzdem gibt es das neue Rüsthaus bisher nur am Plan. Denn das Geld wird nicht reichen, sagt jetzt die Baufirma. Aber nach den ersten Gesprächen im März, April hat man ja schon gesehen, es funktioniert nicht. Und da haben wir halt einen Preisaufschlag von ca. 20%, sicherheitshalber 20% getätigt. Da sind wir jetzt auf 1.200.000. Den Neubau abzublasen, das geht nicht. Dann wäre nämlich die Drittelfinanzierung vom Land Niederösterreich verloren. Bürgermeister Zottl bleibt nur eine Option, die inflationsbedingten Mehrkosten schlucken und neue Schulden machen. Wir haben das mit Darlehen aufgestockt. Natürlich ein Darlehen, wie es überall ist, muss man zurückzahlen. Und das spürt man dann erst in den nächsten Jahren, hängt sich das halt auch, weil wir das Darlehen jährlich zurückzahlen müssen. Und der Beitrag geht uns dann in der Gemeindefinanzen natürlich auch, können wir weniger ausgeben, weil wir dort was zum Zahlen haben. Dabei gäbe es genügend Projekte in Kotesburg, die der Erledigung bedürften. Die Sanierung der Gemeindestraßen muss wohl warten, die der Volksschule auch. Und da ist dann auch noch das kleine Schwimmbad neben dem Sportplatz, das, vorsichtig ausgedrückt, einen gewissen Retro-Charme ausstrahlt. Dieser wird dem Ort jetzt wohl noch bedeutend länger erhalten bleiben. Überhaupt werden sich die Leute an ein neues Verhältnis zur Gemeindevertretung gewöhnen müssen, meint der Bürgermeister. Die Gemeinde als Wunschbrunnen, diese Zeiten sind vorbei.
die Bevölkerung schafft da und die Gemeinde muss machen. Das funktioniert in den nächsten Jahren, glaube ich, sowieso nicht mehr. Man muss zusammenarbeiten, das ist ganz einfach. Wenn wir es auch da probieren, mit den Feuerwehrkameraden zusammenarbeiten, dann werden wir das hoffentlich auf die Wege bringen. Nadine kommt heim in ihre Wohnung in einer Wienerwaldgemeinde. Gerade hat sie den Wocheneinkauf erledigt und bis vor kurzem war das keine große Sache für die Kindergartenpädagogin. Seit die hohen Inflationsraten auch ihre Fixkosten in die Höhe treiben, ist das anders. Ich weiß oft nicht, ob ich zu welchem Supermarkt ich halt dann gehe. Ob ich dann mehr auf das schaue, was wir eigentlich früher gerne gegessen haben. Oder ob ich eher darauf schaue, dass wir billiger einkaufen und ich dann eben die Discounter wähle. Nadine hält ihre Rechnungen penibel in Ordnung. Sie braucht einfach den genauen Überblick, sagt sie. Seit sie Alleinerzieherin ist, hat sie hart um ihre finanzielle Unabhängigkeit gekämpft. Die sieht sie jetzt bedroht. Allein die Mieterhöhung schlägt bei ihr heuer mit satten 10% zu Buche. Auch mit dem Urlaub wäre es ohne langfristige Planung zu eng geworden. Ich bin froh, dass wir die Urlaube, die wir dieses Jahr geplant haben, das sind zwei, einen hatten wir schon, letztes Jahr schon geplant und bezahlt hatten, weil wenn ich mir anschaue, wie das jetzt in kurzer Zeit hochgestiegen ist, also eine Freundin von mir wollte nachbuchen und auch mitfahren und es war um 200 € was teurer als das, was wir bezahlt haben. Und das war dann schon sehr viel und sie hat dann gesagt, nein, das geht einfach nicht. Sie ist nämlich von dem Preis ausgegangen, den wir hatten. Die aktuelle Preisentwicklung verunsichert die junge Mutter stark. Sie weiß nicht, wie lange sie ihrem 5-jährigen Sohn den gewohnten Lebensstandard noch bieten kann. Aber eine Hoffnung hat sie, denn die Unterstützung der Familie, die ist ihr gewiss. Viele Preiserhöhungen liegen im Cent-Bereich und sind trotzdem massiv. Meine nächste Quizfrage betrifft Weizenmehl. Ein Kilo hat vor einem Jahr noch 74 Cent gekostet. Wie viel mussten Sie im März dieses Jahres dafür hinlegen? 78, 88 oder 94 Cent? Worauf tippen Sie? Die richtige Antwort lautet 88 Cent. Das klingt nicht nach viel mehr, ist aber trotzdem eine Preissteigerung von 19,7%. Mein Rateduell mit dem armen Assinger nimmt überhaupt kein Ende. Ich frage mich, ob es überhaupt etwas zu gewinnen gibt. So leicht wie die Fragen sind, kann ich mir das nicht vorstellen. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Bitte drum. Herr Settele, was waren die Gründe für die große spanische Inflation im 16. Jahrhundert? A. Lieferschwierigkeiten bei den Waffen für die Konquistadoren. Oder B. gestiegene Energiepreise, weil das Gas so teuer wurde. C. Die Einfuhr von massiven Gold- und Silberschätzen aus Südamerika. Jetzt schauen Sie, gell? Wie war es denn in Geschichte eigentlich? Mittelmäßig. Jetzt bin ich mir sicher, der hat sich die Fragen kurz vor der Show selber ausgedacht, in Handarbeit. Soll ich es nochmal vorlesen für Ihr Gedächtnisstütze? Aber ist es unangemessen oder kann ich nochmal Fragen kommen, die echt ein bisschen schwieriger sind, weil die, da kann ich wieder einschlafen. Ja, dann antworten Sie halt. Dann machen wir keinen Smalltalk, dann antworten Sie gleich. Einfuhr von Gold und Silber aus Südamerika. Da steht die Einfuhr von massiven Gold- und Silberschätzen aus Südamerika. Ist das Ihre Antwort, oder? Die Einfuhr von massiven Gold- und Silberschätzen aus Südamerika. Ja, das ist okay. Das ist okay. Das, lieber Herr Settele, muss ich selbstverständlich gelten. Freue mich, dass ich Ihnen gratulieren kann. Das schon wieder. Wann gibt es endlich ein Geld, Herr Assinger? Ja. Wann gibt's ein Geld? Mein Gott, na, wer weiß das schon? Jetzt habe ich natürlich noch eine Auflösung im Monitor, kann ich auch keinen leisten. Mit der Vergrößerung der Edelmetallvorräte nahmen Geldprägung und Geldverkehr zu. Auch die Bevölkerungszahl in Europa stieg. Dagegen stagnierte die Getreideproduktion. So entstand hier ein Überhang von Nachfrage und Kaufkraft, der die Getreide- und Lebensmittelpreise in die Höhe trieb. Die Leute hatten viel Geld, aber wenig Getreide, also ist der Preis gestiegen. Fertig. Hätten es ein bisschen einfacher erklären können. Ja. Zurück ins wahre Leben, zurück nach Istanbul. Auf der Fähre über den Bosporus füttere ich die Möwen. Einmal Tourist, immer Tourist. Die Einheimischen probieren es genau umgekehrt. Die vielen Angler auf den Brücken sind kein neuer Freizeittrend.
Diese Männer versuchen tatsächlich, einen Fisch für die eigene Bratpfanne zu fangen. Sie hätten zu wenig Geld für frische Lebensmittel, wird mir erzählt. So haben sie sich ihre Pension wohl nicht vorgestellt. Der Mann im weißen T-Shirt heißt Recep Erdemir. Er ist Chef eines Frisiersalons in Istanbul und er hat hier schon als 11-Jähriger angefangen. Sein Team ist seit über 10 Jahren zusammen, man versteht sich als Familie. Trotzdem verdient kaum einer hier mehr als den staatlich festgesetzten Mindestlohn. Das sind umgerechnet 260 Euro. Zum Leben für einen ganzen Monat. Übrigens, mehr als die Hälfte aller Türken muss genau damit auskommen. Die Zeiten sind schwierig. Und trotzdem kann ich mit Stolz behaupten, dass niemand von den Angestellten hier den Arbeitsplatz verloren hat. Niemand wurde entlassen. Es sind nur einige von selbst weggegangen. Diese Solidarität ist aber auch der Grund, warum unser Laden noch läuft. Sonst hätten wir auch schon dicht gemacht, wie die meisten Läden hier. Wir haben schon während der Corona-Pandemie unser Erspartes aufgebraucht. Manchmal bekommen wir von unseren Kunden Geld geschenkt. Sie wissen, dass wir sonst nicht weitermachen könnten. Nicht mit der Arbeit, nicht mit dem Leben. Der Barbershop liegt in einer besseren Gegend von Istanbul und hat Kunden wie Atil Kutolu. Der Austro-Türke hat sein weltweit erfolgreiches Modeimperium in Wien gegründet. Das halbe Jahr überlebt er in Istanbul und nimmt sich Zeit, mehr seine Sicht der Stadt zu zeigen. Hier sieht die Welt etwas anders aus. Hier liegt das Luxushotel, in dem Atil Kutolu eine Suite gemietet hat. Das ist sein Showroom zur Präsentation seiner exklusiven Designerstücke. Und ich ahne schon, wer sich hier einkleidet, hat vielleicht keine Geldsorgen. In der Türkei herrscht jetzt offiziell 70%, andere sprechen von über 100% Inflation. Darf ich Sie fragen, kümmert das Ihre Kundinnen und Kunden? Einen Großteil meiner Kundinnen kümmert das am wenigsten. Gott sei Dank, aber mich kümmert das, weil ich muss schauen auf meine Produktionskosten und meine Preise kann ich nicht so schnell erhöhen, wie sonst alles hier teurer wird. Aber ich spreche natürlich eine Kundschaft hier an, die Gott sei Dank am wenigsten ökonomisch davon betroffen ist. Der Welt von Luxus und Glamour kann die Inflation recht wenig anhaben. Die Wohlhabenden haben ihre Vermögen gut gegen den Werteverfall der Währung abgesichert. Das freilich ist keine Besonderheit der Türkei. Das ist wohl überall so. Auch unser türkischer Producer Gökhan Eren ist in Istanbul perfekt vernetzt. Er vermittelt uns einen Besuch bei einer, wie er sagt, guten Durchschnittsfamilie. In einer Hochhaussiedlung empfangen mich Cavit und Ezra Zorlu. Es gibt Frühstück, ein Riesenfrühstück. Die Krise kann der türkischen Tradition der immensen Gastfreundschaft nichts anhaben. Cavit war Pilot in den türkischen Streitkräften und seine Frau backt mittlerweile ausgefallene Torten, die sie über ihren Instagram-Kanal vertreibt. So will sie das Familieneinkommen aufbessern, aber ihre Geschäfte leiden auch unter der Inflation. Der Zuckerpreis hat sich verdoppelt. Praktisch alle Zutaten sind um vieles teurer. Deshalb musste auch ich meine Preise erhöhen. Früher habe ich 5 Torten in der Woche verkauft. Jetzt vielleicht noch 10 im ganzen Monat. Meine ausgefallenen Torten sind zum Luxusartikel geworden. Das können sich viele Leute nicht mehr leisten. Und auf Kuchen kann man eben leicht verzichten. Die Inflation sei das alles beherrschende Thema in der Türkei, erzählen mir die beiden. Sie gefährdet jeden Wohlstand. Auch Cavits Beamtenpension verliert täglich an Wert. Der Urlaub ist gestrichen, der Einkauf wird zur Schnäppchenjagd. Man fragt sich, wie es erst ärmeren Türken gehen muss, wenn schon gut situierte Familien so zurückstecken müssen. Und man fragt sich, ob Präsident Erdogan die Wahlen im nächsten Jahr wieder gewinnen wird. Dazu fällt mir ein Zitat von Staatsgründer Atatürk ein. Wenn in den Häusern das Herdfeuer nicht brennt, wird die Regierung wechseln. Wer nichts zu essen hat, wählt diese Leute nicht wieder. Sie müssen politisch etwas unternehmen.
Die Situation mit der Inflation ist unerträglich. Man kann nichts planen, weil sich täglich die Preise ändern und gewisse Sachen gibt es nächste Woche vielleicht nicht mehr. So unangenehm die Situation für meine Gesprächspartner am Bosporus aktuell auch ist, ans Aufgeben denkt niemand. Und ein Wort fällt besonders häufig. Hoffnung. Die stirbt ja bekanntlich zuletzt. Wie lange könnt ihr das aushalten? Sustain this situation. How much longer? Till Erdogan gone. Bis Erdogan geht. Anders können sie das nicht lösen. They can't fix it. Der Sozialmarkt Soma in Wien Neubau. Ein Hoffnungsort für Menschen, die von der Inflation betroffen sind. Hier gibt es Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs günstiger als anderswo. Gabriela Gotzbacher arbeitet hier, vorübergehend. Vermittelt vom AMS als Wiedereingliederungsmaßnahme für Langzeitarbeitslose, für ein bescheidenes Salär. Was bleibt ihr über vom Gehalt? Gar nichts. Da bleibt mir nichts über. Zum Sparen komme ich jetzt überhaupt nicht. Also das geht sie absolut nicht aus. Also von dem her bin ich wirklich an meine Grenzen ausgekostet. Ne? Frau Gotzbacher war Zeit ihres Lebens Handelsangestellte. Mit 52 wollte sie noch einmal etwas Neues ausprobieren. Dann kamen Corona und die Arbeitslosigkeit. Und das Gefühl, dass es vorbei wäre mit dem guten Leben. Heute geht es ihr nicht anders als den Soma-Kunden. Früher habe ich immer die Leute belächelt, immer, was tust du denn schon wieder rechnen oder irgend sowas. Ne? Das passt schon so. Aber mittlerweile muss ich sagen, ja, das mache ich eigentlich genauso. Ne? Weil ich mir denke, jetzt heutzutage, wie gesagt, ich habe mir immer halt jedes Monat Klamotten gekauft, ne? oder Schuhe, halt, was ich halt für mein, was ich mir halt gesagt habe, ja, das will ich jetzt. Ne? Jetzt, wenn ich vorbeigehe, denke ich mir, nein, ich gehe gar nicht in die Geschäfte, weil dann komme ich nicht in Versuchung. Ne? Denke mir, okay, gibt es das halt jetzt nicht. Ne? Die Sozialmärkte werden von Organisationen wie dem Hilfswerk geführt. Die Mitarbeiter sind vom AMS bezahlt, die Waren gespendet. Nur so sind die Preise machbar, die auch Menschen in Notlagen einen sogenannten normalen Einkauf ermöglichen. Mittlerweile gibt es Dutzende Sozialmärkte in Österreich. Trotzdem sind es noch immer nicht genug. Seit Ende 2021, wo die ersten Teuerungen am Energiemarkt zum Beispiel zu spüren waren, merken wir auch, dass wieder mehr und mehr Leute nachfragen. Also man hat das Gefühl, die Leute machen sich Sorgen. Schaffe ich überhaupt noch den Monat, ohne mehr auszugeben, als ich einnehme? Und müssen dann natürlich schauen, wo kann ich mehr Geld sparen? Mittlerweile ist es auch so, dass wir schon schauen müssen, dass wir überhaupt noch genug Ware haben für alle. Nicht jede oder jeder darf hier einkaufen. Nur wer weniger als 1.176 Euro im Monat verdient, hat Zugang zu den günstigen Waren. Die Salzburger Studentin Hanna hat ihn bekommen. Auch sie hätte sich nie gedacht, dass sie einmal Kundin einer Sozialeinrichtung werden würde. Aber die gestiegenen Wohnungskosten plus die Inflation machen es notwendig. Ist halt einfach das bei den normalen Supermärkten recht teuer zum Einkaufen. Und dann habe ich schon teilweise zu den Discounter gewechselt, weil es da auch kostengünstiger ist. Und ich gehe da nach wie vor einkaufen, aber ich habe jetzt eben auch zum Soma gewechselt, weil es halt einfach viel günstiger ist, sehr tolles Angebot haben, auch veganes Angebot haben sie ganz viel. Eine Quizfrage habe ich noch für Sie. 3000 Liter Heizöl extra leicht, damit kommt ein Einfamilienhaus etwa ein Jahr lang durch, kosteten im März des vergangenen Jahres 2041 Euro. Wie viel kostet das heute? 2910, 3820 oder 4460? Es sind 4460, ein Plus von 118,5%. Die Angst vor der Inflation sei durchaus verständlich, meint der Wirtschaftspsychologe Erich Kirchler von der Uni Wien. Trotzdem seien die Sorgen oft größer als die tatsächliche Gefahr. Verluste merkt sich unser Gehirn nämlich besonders gut und es gibt so etwas wie eine gefühlte Inflation. Je mehr ich mit Gütern zu tun habe, wo der Preis steigt, umso mehr glaube ich, dass generell alles entsetzlich steigt. Professor Kirchler vergleicht die aktuelle Situation mit der Einführung des Euro vor 20 Jahren. Bei Waren, die teurer wurden, ganz links in der Grafik, deckte sich die subjektive Wahrnehmung ziemlich genau mit den gestiegenen tatsächlichen Kosten. Bei Waren mit unveränderten Preisen in der Mitte vermuteten die Menschen immer noch eine deutliche Preissteigerung.
Aber sogar Dinge, die sich um 15% verbilligt hatten, wurden als teurer empfunden. So wurde der Euro im Volksmund zum Teuro. Und genau diese psychologischen Mechanismen greifen jetzt auch. Das würde also bedeuten, dass wenn jemand zum Beispiel gar kein Fahrzeug besitzt, das betrieben wird mit fossilen Brennstoffen, die ja in dieser Inflationsprognose einen großen Anteil haben, der also öffentliche Verkehrsmittel benutzt, er oder sie, dass der sozusagen sich vor einer Inflation fürchtet und vor einer Geldknappheit, die ihn selber ja vielleicht gar nicht betrifft oder viel weniger betrifft? Na, durchaus viel weniger. Durchaus viel weniger, weil ein wichtiger Teil wegfällt, wo die Teuerung besonders eklatant ist. Aber wer weiß, wie der Mini-Warenkorb dieses Haushaltes ausschaut, ob nicht andere Produkte und Dienstleistungen zu Buche schlagen, die eben die subjektive Wahrnehmung bestimmen. Gefühlt oder echt, die Auswirkungen der Inflation hängen ganz von den jeweiligen Lebensumständen ab. Genau dafür bietet die Statistik Austria Homepage einen persönlichen Inflationsrechner an. Unsere Interviewpartner in Österreich haben ihre individuelle Teuerungsrate damit ermittelt. Tausende Demonstranten, brennende Barrikaden. Was Paris vor 3 Jahren bei den sogenannten Gelbwesten-Protesten erlebte, verdeutlicht die soziale Sprengkraft hoher Preise. Auslöser damals waren gestiegene Kosten für Diesel. Ein heißer Herbst steht bei den Lohnverhandlungen wohl bevor. Die Gewerkschaft fordert vollen Teuerungsausgleich, die Wirtschaft verweist auf gestiegene Kosten. Es könnte sein, dass nun auch in Österreich Streiks drohen. Hoffnung macht ein Rückblick in die Geschichte. Noch jede Hochinflationsphase hat ihr Ende gefunden, oft rascher als erwartet. Ein Ende hätte ich jetzt auch gerne bei meinem persönlichen Albtraum, bei dieser Show mit dem Armin Assinger. Vielleicht gibt es ja zum Schluss eine etwas schwierigere Frage. Hochverehrter Herr Sättele, Sie haben sich am Anfang beschwert, dass die Fragen ein bisschen zu leicht seien für Sie, also zu wenig Herausforderung. Und nachdem das Wohl meiner Kandidaten mir am wichtigsten, dass auf meiner Bucketlist ganz oben steht, ich bin der Dienstleister, haben wir was Besonderes für Sie ausgedacht. Folgendes. Sie kaufen in einem Jahr um 150 Euro Schokolade, mit der Sie 6 Monate und 2 Wochen auskommen. Dann steigt der Preis infolge der Inflation um 17%, Ihr Lohn aber nicht. Wie lange kommen Sie dann mit der Schokolade aus? Ja, 17% kürzer, das muss ich jetzt nur von der Zeit 17% weg. Moment, bitte. Es steigt nämlich nicht nur der Preis der Schokolade, sondern auch der von der Milch, mit der Sie dann die heiße Schokolade machen. Sagen wir, Armin, ich wollte eine schwierige, aber keine absurde Frage. Ich möchte Lisa Gartenstädter anrufen. Haben Sie ein Telefon mit? Sie haben nicht einmal ein Telefon? Na, haben Sie eins, oder? Ja, schon. Dann rufen Sie es bitte an. Rufen Sie es an, bitte. Servus, der hat es weiter runtergeschnitten. Lisa. Hallo, hi. Servus. Du hörst eh mit, die Show da. Die. Ja, natürlich. Vom Assinger. Ja, wir sind jetzt bei der letzten Frage. Jetzt geht's um alles. Du, ich bin schon am Rechnen. Ich muss das eh nicht vorlesen, du hast es eh schon gehört. Hast du eine Antwort auf das? Ja, gleich habe ich es auch noch. Ja, machen wir mal. Also bei der Inflation sind das 5 Monate und 2 Tage. Bist du sicher? Bei 17% Inflation? Ja, klar. Das klingt gut. Dann sage ich ihm das. Ja. Bin ich da sicher? Ja. Okay. 5 Monate, 2 Tage. Absolut sicher? Absolut sicher. Absolut sicher. 100%ig. Danke, jetzt weiß ich es ja. Und ich gratuliere sehr herzlich, Herr Sättele, zu 1 Million. Großartig gespielt. Sie kennen die Antwort gar nicht. Na, freilich nicht, aber jetzt weiß ich es. Und Sie stellen einfach so eine Frage. Weil es interessant ist. Ich darf nur mal herzlich gratulieren. So, dann werden wir das jetzt noch zelebrieren. Ist das jetzt tatsächlich das Ding da, die Millionen? Ja. Regen? Ich hab das auch noch nie selber gemacht, aber ja. Ist sicher. Schaut dann auf. Oh, das kann aber was. Lustig, oder? Hervorragend. Du Hanno, was machst du jetzt denn eigentlich mit der Million?
Ich kaufe mir ein Hüsli am Bödeli. Du musst aber schnell sein, weil wer weiß, morgen kriegst du vielleicht nur mehr am Boden fürs Hüsli. Dann gehen wir.